Lufthansa Sonderflug 2663 aus Bangkok. Arrival Lufthansa Special Flight 2663 from Bangkok. Schön kalt. Wirst du abgeholt? Nein. Mal herhören bitte. Wer nicht abgeholt wird, kann mit dem Bus in die Stadt fahren. Der Bus ist bestellt und wartet draußen. Ja, mit mir fahren, meine Frau holt mich ab. Nein, nein. Dir fehlt doch nichts, oder? Nein, mir geht's gut. Oder hast du wieder Schmerzen? Nein, nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich fahre dich wirklich gerne raus. Nein, ich fahre mit dem Bus dann. Renz hat in Bangkok einen Herzanfall gehabt. Renz? Ja, wir hatten schon alle Angst um ihn. Ich bin's. Ach, warte! Warte, du bist schon da? Moment, ich komm runter. Ja. Also, du bist doch. Warum hast du nicht vom Flugplatz das angerufen? Ich hätte dich doch abgeholt. Ich wollte doch nicht wegen Mama. Wegen Mama. Es geht dir aber gut. Kannst sie ganz gut allein lassen. Gibst du mir das mal? Nein, bitte nimm den Koffer, wenn er nicht zu schwer ist, ja? Wie war's denn? Du, es war fantastisch. Wir hatten einen solchen Riesenerfolg, vor allen Dingen in Japan. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Sie weiß, dass du da bist. Ich hab's ihr gesagt. Jakob. Du willst mich schonen, aber du machst es ganz verkehrt. Du bringst mich um, wenn du so plötzlich kommst. Nicht immer ganz leicht, alles richtig zu machen, weißt du, so ganz richtig. Ich weiß. Herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du wieder da bist.
musst mir viel erzählen. Es war wahnsinnig interessant. Es ist dir gut gegangen? Hast du die Hitze ausgehalten? Ja, ja. Du willst jetzt deine Koffer auspacken, ja? Ja. Ich muss mich ein bisschen umziehen. Wer ist das denn? Mann, hat seinen Namen nicht genannt. Hast du ihn danach gefragt? Soll ich? Nein. Lässt du mich mal allein? Ja, bitte. Aber doch nicht jetzt. Ich bin ja gerade nach Hause gekommen. Aber hören Sie doch, was ich Ihnen sage. Nicht jetzt. Heute Abend. Das läuft nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Aber lassen Sie mich doch ausreden. Schon, dass du wieder hier bist. Ich war krank in Bangkok. Du warst krank? Mhm. Ich bin eine Woche im Krankenhaus gelegen. Herz? Ja, ja, alles Mögliche. Erstickungsanfälle. Das Klima ist mir nicht bekommen. Wie geht's dir jetzt? Es waren schlimme 8 Tage. Ich habe mir so große Sorgen gemacht wegen deiner Mutter und, naja, du weißt ja. Sag mal, kannst du mir heute Abend dein Auto leihen? Ja, natürlich. Soll ich dich nicht fahren? Nein, ich fahre selber. Heute Abend, so kurz vor 9. Ich habe eine Verabredung. Aber beunruhige Mama nicht. Sag ihr, ich hätte eine geschäftliche Besprechung. Eine geschäftliche Besprechung? Ja. Oder so etwas Ähnliches. Warum ist er noch mal weggegangen? Geschäfte, Mama. Du sagst, es dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Findest du nicht auch, dass er schlecht aussieht? Nein, finde ich nicht. Hat er dir gesagt, dass es ihm nicht gut geht? Nein. Irgendwas bedrückt ihn. So sieht er aus, wenn er einer Situation nicht gewachsen ist. Thank you.
Ja. Wo? Wo das ist? Zehn Minuten. Sie meint, der Mann kommt nicht durch. Ja, ist gut, machen wir. Ein Autofahrer ist überfallen worden, ist gerade noch vernehmungsfähig. Wo liegt er denn? Poliklinik. Dann fahr mal hin. Zimmer 216, bitte. Dankeschön. Dr. Salm? Sie kommen zu spät. Er ist soeben gestorben. Es lässt die Autopsie abgewartet werden. Kann aber auch sein, dass er ein Herzinfarkt erlegen ist. Er hatte ein Herzleiden, wie ich von seiner Tochter gehört habe. War er noch bei Bewusstsein? Ja, er hat noch mit seiner Tochter gesprochen. Und wie lange war seine Tochter bei ihm? Ungefähr eine halbe Stunde. Er hatte gebeten, sie zu verständigen, er müsse mit ihr sprechen. Gut, danke Ihnen, Doktor. Fräulein Lenz, entschuldigen Sie, Kriminalpolizei. Der Arzt hat mir gerade gesagt, dass Sie mit Ihrem Vater noch haben reden können. Das, was Sie gesprochen haben, ist natürlich von größter Wichtigkeit für uns. Ich habe ihn nicht mehr verstanden. Und es gibt keine Zeugen? Doch, zwei Männer in einem Wagen. Sie hätten den Verletzten beinahe überfahren. Er lag mitten auf der Straße. Aber die Beschreibungen taugen nichts. Was ist mit dem Mann? Er ist tot. Abend. Guten Abend. Wie schaut's denn aus? Der Mann wurde direkt am Wagen zusammengeschlagen. Dann lief er auf die Straße und brach dort zusammen. Genau vor dem Auto. Ist das der Wagen Ihres Vaters? Das ist meiner. Ihrer? Er fragt, ob er heute Abend meinen Wagen haben könnte. Er hatte eine Verabredung. Er sagt da nicht mit wem? Was ist denn Ihr Vater vom Beruf? Musiker. Ist heute mit seinem Orchester von einer Asien-Tournee zurückgekommen. Und wollte zu der Verabredung? Ja. Über die er nicht reden wollte? So sah es aus, ja. Muss der Wagen da stehen bleiben? Nee, nee. Dann kann ich ihn also jetzt nach Hause fahren. Ja, können Sie denn fahren? Doch noch ein Auto fahren können. Ich fahre mir besser hinterher. Hoffentlich sind Sie mir nicht böse, dass ich Ihnen nachgefahren bin. Wohnen Sie allein mit Ihrem Vater? Meine Mutter ist noch oben. Vielleicht weiß sie, wenn Ihr Vater treffen wollte. Was wollen Sie? Mit raufgehen, mir Fragen stellen. Wissen Sie eigentlich, was ich jetzt vor mir habe? Ich muss meiner Mutter sagen, dass ihr Mann tot ist. Meine Mutter liegt im Bett und ist seit 4 Jahren gelähmt. Sie behauptet zwar, ihr Vater wollte sie noch sprechen, aber sie konnte nicht verstehen. Er wäre schon zu schwach gewesen. Ah, so ist das. Du glaubst, dass Renz seiner Tochter gesagt hat, wen er treffen wollte? Ja, könnte doch sein. Mhm. Na schön. Wir schauen uns das Mädchen morgen mal an. Wer ist da? Kriminalpolizei. Hallo?
Mutter lässt fragen, wer da kommt. Polizei. Sie soll sich nicht beunruhigen. Wie geht's ihr? Schlimm genug. Sagen Sie ihr, ich komme sofort zu ihr, wenn die Polizei wieder weg ist. Ja. Guten Morgen, mein Name ist Derek. Haben Sie einen Ausweis? Ja, natürlich. Wie geht es Ihrer Mutter? Es war eine entsetzliche Nacht. Ich musste den Arzt kommen lassen. Seit heute Morgen ist eine Pflegerin da. Kann man mit Ihrer Mutter sprechen? Der Arzt meint, man müsse alle Aufregungen von ihr fernhalten. Außerdem könnte sie ihre Fragen sowieso nicht beantworten. Tja, Ihr Vater, der kam gestern von einer Asientournee zurück, ne? Ja, Singapur, Hongkong, Bangkok. Und dann hat er gleich eine Verabredung. Ging der irgendetwas voraus? Ein Telefongespräch. Ein Mann war am Apparat. Ich holte meinen Vater. Mein Vater schickte mich hinaus. Und dann wollte er meinen Wagen haben. Für abends um 9. Er hat ihm nicht gesagt, mit wem er sich treffen wollte. Und aus welchem Grund? Nein. Ja, Ihr Vater kam also von einer Tournee zurück und wie lange hat sie gedauert? 2 Monate. Dann kaum ist er zu Hause, da wird er angerufen. Sie haben keine Vermutung von wem? Nein. Sie haben mit Ihrem Vater vor seinem Tode noch gesprochen. Was hat er Ihnen gesagt? Ich habe ihn nicht verstanden. Das ist die Wahrheit. Natürlich. Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater, das war doch sicher sehr gut. Sehr gut, besonders gut sogar. Sind Sie berufstätig? Ich studiere Musik. Sie können meinen Vater nicht sprechen. Mein Vater ist gestern Abend im Krankenhaus gestorben. Wer ist da? Aufgelegt. Haben Sie eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte? Ich nehme an, es war einer der Mörder meines Vaters. Wie kommen Sie denn darauf? Fräulein Renz, irgendetwas verschweigen Sie uns doch. Es war der Mann von gestern. Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt. Der wird wieder anrufen. Ich werde mich mit ihm verabreden und Sie dann davon in Kenntnis setzen. Was hat Ihr Vater Ihnen gesagt? Nichts. Lassen Sie mich doch zufrieden. Die Mörder meines Vaters werden sich mit mir verabreden. Ich sage Ihnen dann, wann und wo, und dann können Sie sie ja festnehmen. Ja? Der Tod meines Vaters wird von der Polizei untersucht. Die Täter sind noch unbekannt. Mit mir? Ja, sagen Sie wann und wo? Ich werde da sein. Es ist ziemlich eilig. Es soll um 11, kurz nach 11, da sein. Sie möchten bitte... Guten Tag. Sie möchten bitte gleich zu Ihrer Mutter kommen. Also irgendwas stimmt da nicht. Meine Mutter möchte Sie sprechen.
Mama, das sind die Herren von der Polizei. Nehmen Sie bitte Rücksicht. Guten Tag, Frau Renz. Können Sie mir eine Erklärung geben? Die ganze Zeit liege ich hier und suche nach einer Erklärung. Mann, der keiner Fliege was zu leid tun kann. Der im ganzen Leben auch kein Unrecht getan hat. Hast du ihnen erzählt? Helga, hast du ihnen erzählt, was für ein Mensch dein Vater ist? Nein, Mama. Dann tu es. Sag es ihnen. Ein Mann, der immer nur an andere gedacht hat. Keinen Augenblick an sich selbst. Und wird auf diese Weise umgebracht. Kann ich Sie etwas fragen, Frau Renz? Ihr Mann kam gestern Nachmittag von einer Reise zurück, die 2 Monate gedauert hat. Was hat er Ihnen erzählt? Er hat nur erzählt, wie schön es war. Was für einen Erfolg Sie gehabt haben. War etwas ungewöhnlich auf dieser Reise. Sehen Sie, ich vermute, dass die Verabredung, die Ihr Mann gestern hatte, irgendetwas mit dieser Reise zu tun hat. Ich frage das auch Sie. Was hat Ihr Vater Ihnen erzählt? Gab es was auf dieser Reise? Irgendein Ereignis? Irgendein Zusammentreffen? Hat er vielleicht von Leuten erzählt, die sich unmittelbar nach dieser Reise hier mit ihm treffen wollten? Er hat nur erzählt, wie schön es war. Er war glücklich und erschöpft. Er hat das Klima nicht sehr gut vertragen. Sonst war nichts. Nein. Würden Sie bitte meine Mutter jetzt nichts mehr fragen? Vielen Dank und entschuldigen Sie bitte. Halb elf, ich fahre jetzt. Was werden Sie tun? Denjenigen festnehmen, der sich mit mir treffen will? Ja, wie soll ich das machen? Worauf hin denn? Wir müssen abwarten, was man von Ihnen will. Es kommt niemand. Warten Sie noch. Bitte schön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Was ein Stück Sahnetorte, bitte. Ja, gerne. Guten Tag. Guten Tag, Herr Roska. Bitte? Ja. Herr Roska? Ja, habe ich mich auf der Reise so verändert? Nein. Braun gebrannt, ne? Wir haben ab und zu im Meer gebadet. Hat Ihnen Ihr Vater das nicht erzählt? Darf ich? Mein Vater ist tot. Was? Das verstehe ich. Ja, unfassbar. Wann war denn das? Gestern Abend um 9 Uhr hat sich mit 2 Männern verabredet, die ihn dann erschlagen haben. Gottes Willen. Was waren das denn für Leute? Hat man das herausbekommen? Was sagt denn die Polizei da? Sie ist doch eingeschaltet. Sollen wir hingehen?
Kann ich irgendetwas für Sie tun? Für Ihre Mutter? Brauchen Sie irgendwelche Hilfe? Soll ich mit dem Orchester sprechen? Nein. Danke, nein. Entschuldigen Sie, aber was machen Sie hier im Café? Ich habe hier eine Verabredung, eine sehr wichtige Verabredung. Mit wem haben Sie eine Verabredung? Lassen Sie mich jetzt bitte allein. Mit wem haben Sie eine Verabredung? Möglicherweise mit den Mördern. Den Mördern? Lassen Sie mich jetzt allein. Die Polizei ist hier. Ach so. Ja. Darf ich Sie zu Hause mal besuchen? Rufen Sie vorher an. Ja, das mache ich. Wiedersehen. Frag mal, wer das war. Wer war anders? Ein Kollege meines Vaters. Er heißt Roska. Herr Roska? Ja? Kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, bitte. Steigen Sie ein. Danke. Mein Name ist Derek. Waren Sie im Café? Ja. Ich habe Fräulein Renz da ganz zufällig getroffen und erfahren, dass ihr Vater tot ist. Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen. Ich habe mich am Flugplatz von ihm verabschiedet. Waren Sie mit ihm befreundet? Wir sind im Orchester alle miteinander befreundet, aber ich war es mit Renz besonders, weil er war ein so besonders gutmütiger, herzlicher, liebenswerter Kollege, völlig selbstlos. Waren Sie während der ganzen Tournee zusammen? Von Anfang bis Ende. Ich hätte mich ganz gerne mal mit Ihnen über diese Tournee unterhalten. Wohin wollen Sie jetzt? Nach Hause. Ich wollte eigentlich Kuchen kaufen und dann nach Hause. Macht's Ihnen was aus, mich mitzunehmen? Nein, nein. Helene? Helene, es ist etwas Schreckliches passiert. Renz ist tot. Renz? Ja, ich hab dir doch von ihm erzählt, ein Kollege. Seine Frau hat vor 4 Jahren einen Unfall gehabt und ist seitdem gelähmt. Ah, ja, ich erinnere mich. Man hat ihn gestern Abend erschlagen. Kann man das so sagen? Das ist Herr Derek von der Kriminalpolizei. Meine Frau. Guten Tag. Ich hatte gar keine Zeit, Fräulein Renz nach Details zu fragen. Ihre arme Mutter ist doch jetzt völlig hilflos. Möchten Sie was trinken, bitte? Helene, hol doch was zu trinken. Nehmen Sie Platz, bitte. Vielen Dank. Woran ist er denn gestorben? Ich meine, hat man ihn gestochen oder erwürgt? Ich habe den Autopsiebericht noch nicht gesehen. Wissen Sie, ich kann Ihnen da etwas sagen, was für Sie vielleicht von Interesse sein könnte. Renz war in Bangkok 8 Tage in einem Krankenhaus. Er hat einen Herzanfall. Ach. Ja, vielleicht hat er diesmal durch die viele Aufregung wieder ein Herzanfall. Wäre das so abwegig? Nein, es wäre gar nicht abwegig. Kann man das feststellen? Ja, natürlich, das kann man feststellen. Also, ich komme nur drauf, weil warum sollte man einen Mann wie Renz umbringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ach, Sie meinen, man wollte ihn gar nicht umbringen? Na, ich kann mir das nicht denken. Sie meinen, man wollte ihn nur verprügeln, als Drohung, Einschüchterung. Er hat nämlich die Leute gekannt, sie haben ihn angerufen. Sie haben ihn angerufen? Ja, sich mit ihm verabredet, er muss sie gekannt haben. Ich frage mich natürlich, woher. Leute, die ihn anrufen, kaum, dass er von einer Reise zurückgekommen ist, die doch immerhin 2 Monate gedauert hat. Na ja. Tja, ich denke, dass diese Reise, dass die eine Rolle spielt. Die Reise? Ja, könnte das nicht sein? Ich kann das nicht beurteilen. Was ist auf dieser Reise passiert? Vielleicht können Sie mir helfen. Ich? Was ist passiert unterwegs? Nichts. Nichts? Was soll denn passiert sein? Also mir ist nichts aufgefallen, absolut nichts. Kein Zusammentreffen mit irgendwelchen Leuten? Wir sind andauernd mit irgendwelchen Leuten zusammengetroffen. In jedem Hotel, nach jedem Konzert. Aber Ihnen ist da im Zusammenhang mit Renz nichts aufgefallen? Nein, überhaupt nichts. Ja, naja. Das war es eigentlich, was ich fragen wollte. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Renz war 8 Tage in einem Krankenhaus.
Ja, vor unserem letzten Konzert in Bangkok. Das Herz. Der hatte so Erstickungsanfälle. Ich habe ihn selbst ins Krankenhaus gebracht. Ich war nämlich wirklich sein Freund. Kann dort im Krankenhaus irgendetwas passiert sein? Nein. Also der Arzt hat ihm ja völlige Ruhe verordnet. Er durfte nicht mal Besuch empfangen. Gut. Ich danke Ihnen. Darf ich mich verabschieden? Wiedersehen. Ich bringe Sie raus. Danke. Ist denn das so wichtig mit diesem Renz? Wichtig? Du bist gut. Du bist gut. Gestorben an einem Herzinfarkt. Genau das hat mir Oskar gesagt. Er sagt es eigentlich noch genauer, man habe nicht beabsichtigt, ihn zu töten. Sag mal, wie kommt denn der darauf? Ja, gab keine Begründung. Er sagte nur, er könne sich das nicht vorstellen. Und du siehst es anders? Ja, das sehe ich anders. Ich überlege auf sein Erscheinen da im Café, ob das wirklich so zufällig war. Wir sehen uns den mal näher an. Ja? Von Renz? Wo ist sie denn? Zu Hause. Ja? Gut, danke. Wiederhören. Hat eben einen Anruf bekommen. Habt ihr das Gespräch auf Tonband? Ja? Fräulein Renz? Ja? Entschuldigen Sie, dass wir die Verabredung nicht eingehalten haben. Aber Sie hatten Polizei mitgebracht. Wie kommen Sie darauf? Lügen Sie nicht, wir wissen Bescheid. Jetzt hören Sie gut zu. Ihr Vater hat in seinem Gepäck etwas, was nicht ihm gehört. Ein Paket, braun, Plastik. Die Abmessungen sind 30 mal 20 mal 10. Dieses Paket wollen wir haben. Müssen wir haben. Und dass Sie uns richtig verstehen, unter allen Umständen haben. Es hat in dieser Sache einen Toten gegeben. Es wird nicht der Letzte sein, wenn Sie nicht tun, was ich sage. Suchen Sie dieses Paket und übergeben Sie es uns. Ich warne Sie, von diesem Gespräch die Polizei in Kenntnis zu setzen. Es geht um Ihr Leben, vielleicht auch um das Ihrer Mutter. Sind Sie noch da? Ja. Kommen Sie heute Abend mit dem Paket, das ich Ihnen beschrieben habe, in das Lokal Studio 16. Kennen Sie das? Ja, ja. Und ich warne Sie noch einmal, unter keinen Umständen, Polizei. Ist unter dem Gepäck Ihres Vaters sein Paket, wie es da eben beschrieben Nein. wurde? Sie haben nachgesehen. Ich habe seine Koffer ausgepackt und nichts gefunden. Fragen Sie, wer da ist. Wer ist da? Oskar. Herr Oskar. Kann ich einen Moment raufkommen? Lassen Sie ihn raufkommen. Ja, ja, kommen Sie bitte. Ich möchte nicht, dass er uns hier sieht. Was soll Erzählen Sie ihm von dem Telefongespräch. Ja. Bitte kein Wort, dass wir hier sind, ja? Herr Oskar, kommen Tag, Sie rein. Herr. Entschuldigen Sie, aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich musste einfach herkommen. Geht's Ihnen gut? Ja. Ich komme nicht darüber weg. Ich zerbreche mir dauernd den Kopf, was da eigentlich passiert ist. Was nimmt denn die Polizei an? Ach, sie weiß genauso wenig wie ich. Ich habe vor einer Stunde etwa einen Anruf bekommen. Ein Anruf? Soll ich... Ich habe das auf Band. Soll ich Ihnen das mal vorspielen? Ja, sag mal, die wissen das Gespräch ab hier. Schon recht. Ihr Vater hat in seinem Gepäck etwas, was nicht ihm gehört. Ein Paket. Braun. Plastik. Die Abmessungen sind 30 mal 20 mal 10. Dieses Paket wollen wir haben. Müssen wir haben. Kommen Sie heute Abend mit dem Paket, das ich Ihnen beschrieben habe, in das Lokal Studio 16. Kennen Sie das?
Ja, ja. Und ich warne Sie noch einmal. Unter keinen Umständen, Polizei. Wieso haben Sie denn das Gespräch auf Band? Was ist denn das hier? Was ist hier für ein Gerät? Das ist von der Polizei. Ja, haben Sie der Polizei von diesem Gespräch erzählt? Ja, natürlich. Ja, das war falsch. Das sind doch Leute, die zu allem fähig sind, sogar zum Mord. Was hätte ich tun sollen? Ja, tun, was die verlangen. Wo ist denn das Paket? Es gibt kein Paket. Was? Ich habe nichts gefunden. Ja, aber dann hat das vielleicht umgepackt, aus dem einen mehrere kleine gemacht. Ich sag Ihnen doch, ich habe kein Paket gefunden. Ja, das ist doch nicht möglich. Wieso ist das nicht möglich? Das Paket muss es geben. Wo sind die Koffer? Draußen, in der Diele. Kommen Sie. Er hat da noch so einen kleinen Handkoffer. Der ist auch da drin. Sein Cello. Hat er es irgendwo versteckt? Wir müssen alles durchsuchen. Entschuldigen Sie. Ihre Mutter lässt fragen, was denn hier los ist. Sagen Sie doch bitte meiner Mutter, Herr Roska ist da. Ja. Herr Roska, wollen Sie vielleicht kurz zu meiner Mutter reinschauen? Nein, nein, jetzt nicht. Wir müssen erst das Paket suchen. Wo könnte er es haben? Ich habe bereits überall nachgesehen. Ich fürchte, Sie nehmen das Telefongespräch nicht ernst. Ich nehme es sehr ernst. Ich weiß, dass es sich um die Mörder meines Vaters handelt. Mörder? Hat man Ihnen noch nicht gesagt, dass Ihr Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist? Wollen Sie dahin gehen heute Abend? Selbstverständlich. Die verlangen das Paket von Ihnen. Ich rate Ihnen, besorgen Sie es, oder es kann sein, dass die Ihre Drohungen wahr machen. Wollen wir gehen lassen? Ja. Herr Roska, wollen Sie nicht doch noch ganz kurz zu meiner Mutter reinschauen? Waren Sie nicht ein Freund meines Vaters? Sie haben alles gehört? Ja. Habe ich mich richtig verhalten? Ja. Was halten Sie von diesem Roska? Er weiß, was Ihr Vater transportiert hat. Er suchte überall nach diesem Paket. Wo ist denn nun das Paket? Ich sagte Ihnen bereits, es gibt keins. Haben Sie auch überall nachgesehen? Ja, und nichts gefunden. Was ist? Ich denke nur darüber nach, warum Sie uns nicht alles sagen, was Sie wissen. Ich weiß nicht mehr. Zwei Mann im Lokal, zwei Mann draußen. Zwei Funkstreifenwagen an dieser und an dieser Kreuzung. Du gehst jetzt gleich in das Lokal. Wann macht's denn auf? Um 7. Also in 20 Minuten. Sieh dich genau um. Bring uns eine Beschreibung des Lokals. Ausgänge, Kellerräume, Hinterräume. Sieh dich genau um, ja? Wo seid ihr denn? Ich bin draußen im Wagen. Kann sein, dass man Harry und mich heute Vormittag im Café erkannt hat. Ja, was mache ich denn? Schaff mir doch mal den Roska hier. Was haben denn die Nachforschungen ergeben? Ist er bei uns bekannt? Nein, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Alle stellen ihm nur das beste Zeugnis aus. Nett, kameradschaftlich, ein guter Musiker. Ja, ist gut. Also, du komm, du mach mal. Gib mir mal eine Verbindung mit Freund Renz. Ja. Na, komm. Gibt nichts Neues. Ist niemand gekommen, keine Anrufe. Und Sie haben immer noch die Absicht, ins Studio 16 zu gehen? Ja. Haben Sie irgendwelche Anweisungen für mich? Ja, ich möchte Sie vorher noch sehen. Wir müssen sicher gehen, dass Ihnen niemand folgt. Hören Sie bitte genau zu. Ja, danke.
geht's dir, Mama? Nicht besonders. Ich muss dir noch eine Spritze geben. Sie ist zu unruhig. Was willst du mir sagen, Helga? Ich gehe jetzt weg, Mama. Ungefähr für eine Stunde. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich bin so verzweifelt. Ich weiß, Mama, ich auch. Hier telefonieren? Ja, da drüben. Hier ist das Telefon. Danke. Ausgang zum Hof und Zugang zum Treppenhaus. Ja, das ist gut. Nein, du bleibst drin. Ich schicke dir eine Beamtin. Wer ist es? Frau Niedermeyer. Frau Niedermeyer, kennst du sie? Das ist ja fein. Es soll so aussehen, als wärt ihr verabredet. Also sei nett zu ihr. Und hör zu, sie wird ein Funkgerät bei sich haben. Ja. Und noch eins. Nicht voreilig handeln. Ich bin draußen auf der Straße. Ich sitze im Wagen. Wir bleiben immer in Verbindung. Gut. Hofausgang muss überwacht werden, das Treppenhaus. Gut. Sagen Sie, was soll denn das? Ich veranlasse die Überwachung des Lokals, in dem sich Fräulein Renz verabredet hat. Sie hat Ihnen alles gesagt? Ja, sie hat alles gesagt. Aber es ist doch Wahnsinn. Sie glauben doch nicht, dass Sie sie schützen können. Was ich glaube oder nicht glaube, das spielt gar keine Rolle. Jetzt sind Sie dran. Was wissen Sie? Ich? Ich weiß nichts. Nichts, gar nichts. Was hat Renz in seinem Reisegepäck? Was ist drin in dem Paket? Und für wen hat er es mitgenommen nach München? Das weiß ich doch nicht. Frau Renz hat mir nur dieses Telefongespräch vorgespielt. Und daher weiß ich, dass es um ein Paket geht. Aber um was es sich dabei handelt, ist... Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nichts sagen. Tut mir leid. Wir nehmen ihn mit, Harry. Hallo, wie geht es Ihnen? Geht's nicht herzlicher? So ist schon besser. Setz dich doch. Danke. Oh. Ja, die Musik ist gut. Direkt ein angenehmer Auftrag. Gibt's was Besonderes? Bis jetzt noch nicht. Für mich einen Whisky. Whisky? Mit viel Wasser. Fräulein Renz, einen Moment.
Ist Ihnen jemand gefolgt? Nein, ich bin ganz sicher, nein. Sie haben das Paket nicht bei sich? Nein. Also ich muss es Ihnen noch einmal sagen, die Sache ist nicht ungefährlich. Ich will, dass Sie die Mörder meines Vaters festnehmen. Das ist alles, was ich will. Nun gut, es sind Beamte im Lokal. Sie stehen mit mir in Funkverbindung. Ich werde draußen sein, vor dem Lokal im Wagen. Die Ausgänge des Lokals sind bewacht. Sehr gut, trotzdem, ja. Ist es riskant, das müssen Sie wissen. Das weiß ich. Und Sie können verantworten, dass sie da reingeht. Ist doch nicht meine Sache, wirklich nicht. Sie will es ja so. Sie kommt gerade rein. Ja, ich sehe sie. Was passiert jetzt? Wir warten. Auch auf Sie warte ich. Ich erwarte, dass Sie endlich den Mund aufmachen. Weit und breit nichts Verdächtiges. Wir waren 14 Tage in Bangkok. Sprechen Sie ruhig weiter. Wir hatten drei Konzerte und danach wurde dann für uns, für das Orchester, ein Empfang gegeben. Ich hatte in Bangkok einen alten Freund besucht, dem es sehr gut geht. Er hat Hotels in Pattaya Beach. Ich sagte, man sieht, dass du Glück gehabt hast. Er meinte, das sei nicht alles Glück, er habe sich nur auf die Mentalität der Asiaten eingestellt. Geld verdienen sei ziemlich einfach. Dann sagte er, willst du Geld verdienen? Ich sagte, natürlich, wer will das nicht? Gut, meinte er, ihr habt doch einen Empfang, da wird sich jemand bei dir melden, wundere dich über gar nichts. Ja, auf dem Empfang, da hat mich dann ein Chineser angesprochen. Er sprach Deutsch, er habe in Deutschland studiert, er bewundere Deutschland. Was hat er Ihnen für ein Angebot gemacht? Ob Sie ihm nicht ein Päckchen mitnehmen könnten nach Deutschland. Ja. Ja. Er sagte, ihr werdet doch nicht kontrolliert, nicht? Ein Orchester kommt nach Hause, da wird der Zoll keine Schwierigkeiten machen. Und was hat er Ihnen angeboten? 10.000. Hat er Ihnen gesagt, was in dem Päckchen drin ist? Heroin. Fabelhaft. Na, ich weiß, was Sie sagen wollen. Heroin. Ich gebe zu, ich habe mir keine Gewissensbisse gemacht. Ich habe an die 10.000 Mark gedacht und daran, dass das leicht verdient ist. So, dann kommen Sie mal auf Renz zu sprechen. Renz. Ja. Der. Der Chinese fragte mich, ob in unserem Orchester noch jemand wäre, der das machen würde. Und da habe ich ihm Renz empfohlen. Ja, weil der doch da unten Geldschwierigkeiten war mit seiner
kranken Frau zu Hause. Verstehen Sie, ich wollte ihm nur etwas Gutes antun. Und der Chinese hat ihn dann angesprochen und Renz ist darauf eingegangen. Ich weiß, dass der darauf eingegangen ist. Aber hier in München, da hat er dann das Paket nicht rausgerückt. Da sind die dann natürlich auf ihn los. Sie haben Ihr Paket abgegeben? Ja. An wen? Wen? An zwei Männer, die ich nie vorher gesehen habe. Aber Sie würden sie wiedererkennen. Wiedererkennen? Achtung, der Kellner geht zu ihr. Sie steht auf. Geht zu den Toiletten hin. Zum Telefon. Steh nicht auf. Nicht nachgehen. Warten. Hallo? Was ist? Telefoniert sie noch? Nein, sie ist weg. Hallo Hof, habt ihr mitgehört? Treppenhaus? Hier auch nicht. Raus jetzt. Kommen Sie mit. Mit und achte auf Herrn Roska. Es darf ihm nichts passieren. Also. Harry?
Heroin, beste Qualität. Wo habt ihr es gefunden? Im Dachboden, da das wohl wissentlich versteckt. Wissen Sie, wie viel das wert ist? Circa 800.000 Mark. Eine Frage noch. Warum hat sich Ihr Vater nicht an die Abmachung gehalten? Er wurde krank in Bangkok. Sehr krank. Er war in großer Sorge, was meine Mutter angeht. Was sie zu erwarten hat, wenn er nicht mehr für sie sorgen kann. Und er dachte sich, was er da mit nach München nehmen soll, ist mehr wert als 10.000. Die müssen mehr zahlen, viel mehr. Das war es, was er mir kurz bevor er starb gesagt hatte. Und warum haben Sie das verschwiegen? Ich dachte, der hat vielleicht recht damit. Haben Sie mal Fotos von Heroinsüchtigen gesehen im letzten Stadium? Das möchte ich Ihnen ersparen.